Lieber Deutschlandwetter, zu noch einem kurzen Unwetter-Update ist es wichtig, denn im Südwesten sind momentan aktuell sehr schwere Unwetter unterwegs. Da gibt es teilweise etwas größeren Hagel und örtlich auch mal heftigen Starkregen. Dort gibt es auch örtlich Überflutungen. Schauen wir uns das Ganze an. Ich habe diesmal in diesem Video mal ein bisschen näher rangezoomt. Hier jetzt die Karte ist jetzt noch größer. Und dann schauen wir jetzt erstmal auf die größere Karte und da sieht man im Südwesten von Deutschland schon diese heftigen Gewitter. Und diese Gewitter könnten nach NRW reinziehen. Später verlagern die sich dann über Hessen hinweg bis nach Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und dann zoomen wir jetzt mal rein und dann habe ich hier die kräftigsten Gewitter einmal wieder umkreist. Dann haben wir zweimal rote Gewitter. Einmal, dass das südlich von NRW liegt und einmal, dass dann nach Hessen bald reinzieht. Und dann haben wir noch ein lilanes Gewitter, das ist Richtung Schwarzwald, denn hier ist auch örtlich größerer Hagel mit dabei und die Gewitter, die verlagern sich auch kaum. Und dann habe ich jetzt noch die Zugrichtung eingetragen und die Zugrichtung ist meistens eher nordöstliche Richtung und die Gewitter ziehen dann wahrscheinlich einen Teil nach NRW, einen Teil vorbei und nach Hessen. Hessen wird auf jeden Fall betroffen sein. Jetzt habe ich hier mal noch die Gewitterwahrscheinlichkeit eingezeichnet oder die Gefahr in den folgenden Regionen und dann sieht man dann doch gut, dass es in Thüringen und Sachsen später auch krachen kann und alles, was da nur nordöstlich davon liegen würde, vielleicht auch Brandenburg und Berlin, könnte ebenfalls noch betroffen sein. Das war dieses kurze Update. Wir schauen später noch ein Update auf die erneuten Unwetter, auf die Unwetter drauf. Und sonst sage ich bis später.